Willkommen in der Weltwärts-WG. Wir sind Tobi, Francis, Nele, Moritz und Mary und waren mit dem Weltwärts-Freiwilligendienst für 7 Monate in Ghana, Botswana und Ecuador. Aufgrund der aktuellen Pandemie sind wir bereits im März vorzeitig nach Deutschland zurückgekehrt. Bei uns möchten wir Erfahrungen teilen und über Themen rund um den globalen Süden sprechen. Natürlich können wir mit unseren persönlichen Geschichten nicht alle Perspektiven der verschiedenen Länder widerspiegeln. Wir wollen sie aber nutzen, um kleine Einblicke zu geben und versuchen, so gut wie möglich Pauschalisierungen und einseitige Darstellungen zu vermeiden. Heute werden wir über die verschiedenen Möglichkeiten sprechen, eine Zeit als Volunteer im globalen Süden zu leben und zu arbeiten. Genau, danke Mary. Ich bin Nele und war mit dem Weltwärtsfreiwilligendienst für 7 Monate in Ecuador. Es ist ja wirklich so, dass es ein unglaublich großes Angebot an Freiwilligendiensten gibt. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich ziemlich überfordert damals war, mir einen guten Überblick über die verschiedenen Angebote zu verschaffen. Und genau deshalb haben wir für euch einige Informationen zum Weltwärtsfreiwilligendienst herausgesucht, mit dem nämlich auch wir 5 im Ausland waren. Zunächst einmal ist zu sagen, dass Weltwärts ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst ist, der 2008 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegründet wurde. Nur sind ja häufig gestellte Fragen zum Thema Freiwilligendienst: Wie lange bin ich denn überhaupt im Ausland? In welche Länder kann ich reisen? Also in welchen Ländern kann ich meinen Freiwilligendienst absolvieren? In welchen Bereichen werden Projekte angeboten? Und eine ganz große Frage ist natürlich auch immer: Wie wird das überhaupt finanziert, das Ganze? Also muss ich die Kosten selber tragen oder gibt es andere Institutionen, die das für mich finanzieren? Dazu kann ich sagen, dass Weltwärtsprojekte ausschließlich in Entwicklungs- und Schwellenländern angeboten werden. Und diese Projekte dort kann man wirklich in unterschiedlichen Bereichen machen. Also im Bereich Bildung unterstützen die Freiwilligen zum Beispiel Schulen. Man kann in Umweltprojekten arbeiten. Im Bereich Gesundheit kann man dann zum Beispiel seinen Freiwilligendienst in einem Krankenhaus machen. Dann gibt es noch Kinder- und Jugendarbeit, Kultur- und Sportprojekte, Projekte zum Thema Menschenrechte und Frieden und die Arbeit in Kinderheim. Ihr seht schon, das ist sehr vielfältig und ich glaube, es ist wirklich für jeden etwas dabei, also wenn man gerne einen Freiwilligendienst im Ausland machen möchte mit Weltwärts. So, ein Weltwärts-Freiwilligendienst kann von 6 Monaten bis zu 2 Jahren dauern und in dem Zeitraum arbeiten und wohnen die Freiwilligen dann in den entsprechenden Ländern. Wichtig zu betonen bei der ganzen Sache ist, dass Weltwärts ein Lerndienst ist und dass das Ziel nicht ist, sogenannte Entwicklungshilfe zu leisten. Im Mittelpunkt stehen also kultureller Austausch, das gemeinsame Arbeiten und wirklich vor allem das Lernen. Es ist nicht so, dass die Leute in den Einsatzländern sehnlichst auf euch warten und ihr da die Welt verbessert. Also in erster Linie ist Weltwärts wirklich ein Lerndienst. Das ist ganz wichtig zu betonen. Und zum Schluss noch etwas zur Finanzierung. Und zwar ist Weltwärts ein geförderter Freiwilligendienst. Das heißt, 75% der Kosten werden durch staatliche Zuschüsse vom BMZ gedeckt, also vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und diese verbleibenden 25% müssen die Entsenderorganisation finanzieren, also die Organisation, die Weltwärtsprojekte anbieten. Das heißt, dass Freiwillige so gut wie nichts bezahlen müssen, aber in der Regel darum gebeten werden, einen Spenderkreis aufzubauen. Das war's dann auch schon. Falls ihr mehr zum Beispiel über das Thema Spenderkreis, Voraussetzungen und das Bewerbungsverfahren erfahren wollt, dann schreibt es uns doch gerne. Und jetzt werden wir mit einer kleinen Diskussion weitermachen, indem wir unter anderem die Fragen besprechen: Ist so ein Weltwärtsfreiwilligendienst überhaupt sinnvoll? Was bringt es den Menschen in den Ländern, also in den Einsatzländern? Und was bringt es den Freiwilligen? Genau, dann gebe ich weiter an Moritz. Ich sitze hier nun mit Francis und Tobi bei uns in der Weltwärts-WG. Francis und Tobi haben beide, genauso wie ich, einen Weltwärts-Freiwilligendienst gemacht. Und über diese 7 Monate, leider kein Jahr, möchte ich jetzt ein bisschen mit Ihnen reden. Vielleicht stellt ihr beiden euch einfach mal kurz vor und erzählt so grob, was ihr so gemacht habt und wo natürlich. Ja, moin, ich bin Tobi. Ich war in Botswana, in Maun, das ist eine kleine Stadt im Norden, und war in einem Projekt, was sich Tariens Storytellers nennt. Das wird von einer Einzelperson geleitet und ihr geht es hauptsächlich darum, Jugendliche und junge Erwachsene zu fördern und zu fordern, ihnen Arbeit zu geben. Sie können da freiwillig hinkommen und arbeiten.
Und es geht eben darum, diese Jugendlichen zu empowern. Der zweite wichtige Punkt ist, dass das Projekt versucht, möglichst umweltfreundlich zu sein, also zu re- und upcyclen. Wichtig ist auch, dass das Projekt die botswanische Kultur erhalten will und auch weitergeben möchte, also an Einheimische, aber auch zum Beispiel an Touristen, die in Form von Kulturevents zum Projekt kommen und da etwas über die Kultur lernen können. Das ist auch die wichtigste Finanzierungsquelle. Also ich war wie Moritz auch in Ghana und war da beim Projekt, das IGI heißt, also Inspire Global Ideas, und habe da in einer Schule in einer Stadt namens Akimodar gearbeitet. Habe da Unterrichtsassistenz gemacht und den Lehrern ein bisschen beim Unterricht versucht zu helfen und den Kindern, wenn die mal was nicht so schnell verstanden haben. Stimmt, ich habe ganz vergessen, meinen Namen zu sagen. Danke, dass du das jetzt für mich gemacht hast, Francis. Ich bin Moritz. Ich war auch in Ghana, allerdings nicht in Akim-Oda, sondern in Agona-Svedru. Ja, das ist vielleicht so eine Stunde südlich von Akim-Oda und war dort an der Holy Koran School, also in der Grundschule, und habe dort eben auch so Assistenzlehrkraft. Was in die Richtung gemacht, also beim Unterricht geholfen. Also man muss natürlich sagen, eigentlich wären wir alle ein Jahr gewesen. Jetzt wegen Corona waren es dann leider nur 7 Monate. Aber diese 7 Monate waren doch ziemlich voll, ziemlich reich an Erfahrung. Man hat viel gelernt. Wollt ihr mal sagen, was es euch so gebracht hat? Also ich muss erstmal auch sagen, dass ich finde, dass, also ich für meinen Teil zumindest die 7 Monate wirklich auch gut genutzt habe und viel auch gesehen habe und erlebt habe. Dass ich auch froh bin, dass wir immerhin 7 Monate da geblieben sind. Also ich kenne auch Freiwillige, die deutlich kürzer nur da waren. Und mir hat das auf jeden Fall auch einiges gebracht. Also vor allem natürlich Erfahrung. Ich habe eine neue Kultur, ein neues Land kennengelernt. Habe da dann eben auch die Chance gehabt, da nicht nur als Tourist hinzugehen, sondern auch zu leben. Und das hat mir auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, Erfahrung gebracht. Es hat mich auch also persönlich weitergebracht. Irgendwie, ich merke schon, dass ich mich verändert habe. Es gab auf jeden Fall richtig tolle Erlebnisse, die ich mitnehme und wo ich auch wirklich froh bin, dass ich das erlebt habe. Ich habe auch auf jeden Fall eine Menge gelernt. Das war, wie du gesagt hast, eine sehr ereignisreiche Zeit. Es gab eigentlich keinen Tag, wo man nicht irgendwie irgendwas mitgenommen hat oder wo ich was von den Kindern gelernt habe oder mit einem Lehrer ein Gespräch hatte, worüber ich dann nachher nochmal nachdenken wollte oder wo irgendwas passiert ist, was dann sehr, sehr spannend war. Und für mich persönlich hat das auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich selbstbewusster geworden bin. Man ist da ja komplett alleine. Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man jetzt vorher noch immer bei seinen Eltern gelebt hat, dann ist das einfach was anderes. Ich habe auch viele kreative Sachen gemacht, gerade mit den Kindern. Das war für mich auch sehr gut, weil ich das auch unbedingt wollte. Und nochmal, also das gibt so ein paar Sachen, für die man, also die man zum Beispiel schon in der Schule irgendwie lernt, aber für die bekommt man dann nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man jetzt sich mit so einer anderen Kultur so eng auseinandersetzt, wenn man in einer Gastfamilie lebt und da an eine Schule geht und mit den Leuten da vor Ort spricht. Und da war zum Beispiel so eine Erfahrung, wo wir in Cape Coast waren und uns da das Cape Castle angeguckt haben, wo ja da falls das irgendjemand kennt, da gibt es diese Dorf No Return, da sind die Sklaven ja dann also verschifft worden, und das war sehr, sehr interessant und auch sehr traurig, aber da das gesehen zu haben, hat auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Eindruck für die Thematik so gegeben, und das ist so was ich mit ganz, ganz vielen Sachen dann in Ghana hatte, und deswegen bin ich für die Zeit auch sehr, sehr dankbar. Also gerade dieses Thema Rassismus, Kolonialismus. Also bei mir war es so, natürlich, ich war sogar im Geschichtsprofil, da hatten wir es natürlich besprochen und ja, eigentlich weiß man ja auch, was damals so alles Schlimmes passiert ist. Aber dann zum Beispiel eben in diesem Cape Coast Castle, in dieser Burg der Kolonialherren damals, es hat einfach nochmal einen sehr viel stärkeren Eindruck auf einen und man kriegt es so stark vor Augen geführt, dass man das Gefühl hat, dass man viel mehr über etwas lernt, was man eigentlich schon weiß. Du hast eben angesprochen das Thema Gastfamilien. Wie habt ihr das so empfunden, plötzlich in einer anderen Familie einfach zu sein?
Also ich für meinen Teil war nicht in einer Gastfamilie, sondern ich habe in einer Freiwilligen-WG gelebt, zusammen mit meinem Mitfreiwilligen. Das war erstmal komisch, weil wir uns eben alles sozusagen geteilt haben, also wirklich wie in einer WG, nur dass wir uns auch das Zimmer geteilt haben, in dem wir geschlafen haben. Und da dachte ich am Anfang so, da bin ich nicht so gut drin sozusagen, also das kann ich nicht auf lange Sicht, mir irgendwie ein Zimmer zu teilen und so. Und das habe ich mir schwierig vorgestellt am Anfang und dann habe ich aber festgestellt, dass das tatsächlich gar nicht so ein Problem ist und dass das erstaunlich gut geht. Wir hatten auch das Glück, dass wir uns gut verstanden haben, das kommt natürlich auch dazu. Aber insgesamt hat das richtig gut funktioniert und dadurch ist man natürlich auch eigenständiger geworden, weil ich zum ersten Mal alleine, also nicht ganz alleine gelebt habe, aber eben unabhängig von meinen Eltern und ein Stück weit flexibler, teamfähiger, weil wir uns eben auch teilweise abstimmen mussten, weil wir ja zusammengelebt haben und eben auch vieles geteilt haben. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, also eigenständiger und flexibler, teamfähiger. Also ich war ja in einer Gastfamilie und ich weiß, dass es da sehr, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen zu gibt. Und für mich war das teilweise ein bisschen schwer. Also ich bin oft gut mit denen klargekommen und manchmal nicht so gut. Also wie gesagt, da setzt man sich ja auch nochmal mit der anderen Kultur auseinander. Und da muss ich dann auch sagen, da habe ich auch über mich gelernt, dass ich manchmal dann doch ein bisschen sturer und nicht ganz so anpassungsfähig bin, wie ich dachte. Bei mir war das jetzt nicht so die Erfahrung, wo ich jetzt so sagen würde, das war 100% toll, aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz gut, dass wir in Gastfamilien waren, weil man da einfach noch mal andere Sachen auch gelernt hat. Wie war das bei dir? Ich habe mir damals tatsächlich so überlegt, weil also häufig kann man, wenn man sich für weltweit Freiwilligendienste bewirbt, angeben, ob man lieber in Gastfamilien oder im Projekt oder so in der freiwilligen WG wie Tobi lebt. Und damals wollte ich eigentlich lieber entweder alleine oder mit anderen Freiwilligen zusammenleben. In Ghana war es dann eben eine Gastfamilie, in die ich gekommen bin. Und jetzt im Nachhinein bin ich da wirklich total froh drüber. Weil, also wirklich, wie du es schon sagtest, man kommt einfach viel mehr rein in die Kultur und man kommt halt zu so Sachen mit, wo man sonst nie hingekommen wäre. Zum Beispiel wäre ich, glaube ich, nie alleine irgendwie wirklich häufig in die Kirche gegangen oder so. Und mit meiner Gastfamilie habe ich das dann gemacht. Oder während ich da war, hat die Gastmutter tatsächlich noch ein Kind bekommen. Dann war ich da auch bei der Taufe dabei, wie das Kind so angefangen hat zu krabbeln. Und das war wirklich schön. Ja, also jetzt bin ich echt froh, in der Gastfamilie gewesen zu sein. Vor allem, weil man so auch noch guten Kontakt hat nach Ghana und wenn man da wieder hinkommt, auch gleich viele Leute kennt so. Wir haben auch auf dem Projekt gelebt, also wir hatten da ein kleines Haus auf dem Projekt und da haben auch andere Jugendliche noch gewohnt, beziehungsweise ein anderer Jugendlicher lange Zeit. Also wir sind da auch in die Kultur gekommen sozusagen, also wir haben uns auch ausgetauscht und wurden auch zum Beispiel in die Kirche mitgenommen. Ich glaube, die Bindung war natürlich nicht so stark wie dann bei einer Gastfamilie. So ein Taufe oder so ist schon echt cool, dass du das noch miterlebt hast sozusagen. Aber wir hatten auch Zugangsmöglichkeiten zur Kultur und wurden auch viel mitgenommen und konnten zusammen was machen. Zum Thema Kultur noch, wie war das bei euch so? Also kulturell ist Ghana und Botswana bestimmt ja auch wirklich anders als Deutschland. Wie war das so in den ersten Wochen nach der Ankunft, diese neue Kultur kennenzulernen? Ja, also bei mir war es, glaube ich, so wie bei vielen, was uns ja auch davor schon im Vorfeld bereits gesagt wurde, dass das meistens so ist, dass als ich nach Botswana kam, die Umstellung gar nicht so groß war. Klar, das Land war anders, aber ich finde, da habe ich mich relativ schnell wieder dran gewöhnt. Ein bisschen länger habe ich dann wieder gebraucht, um mich wieder in Deutschland oder wieder an Deutschland zu gewöhnen. Klar, das liegt auch an Corona noch, dass das so plötzlich war und die Situation so eine ganz andere war, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Aber trotzdem habe ich eher länger gebraucht, mich dann wieder in Deutschland einzuleben und fand das alles hier erstmal wieder so, ja, interessant, neu irgendwie. Und in Botswana habe ich mich eigentlich relativ schnell eingelebt. Also für mich war das irgendwie ein bisschen anders. Ich habe also schon mehrere kleinere Kulturschocks so in den ersten 2 Wochen gehabt. Die waren aber dann eigentlich nicht so die dramatischsten, die ich hatte. Also Kulturschock
Kennen wir, glaube ich, alle jetzt, die da waren. Und die, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären soll. So, also am Anfang, das waren so kleine Sachen, womit man so gerechnet hat. So, wie ist, also zum Beispiel, wie ist der Verkehr? Das war ein Kulturschock für mich. Oder wie die Leute so miteinander sprechen ein bisschen. Oder wie das dann in der Gastfamilie so zugeht. Und das hat sich bei mir aber über die ganze Zeit auch gehalten. Also es kommen immer wieder neue kleine Sachen mit dazu, die man dann kennenlernt. Gerade je länger man, also je länger ich da war, umso mehr hat man ja auch gelernt oder umso mehr hat man dann verstanden. Und dann gibt es immer wieder so kleine Punkte, oder gab es für mich auf jeden Fall immer wieder so kleine Punkte, wo ich irgendwie gemerkt habe, das ist jetzt, habe ich nochmal irgendwie was anderes darüber gelernt und das ist jetzt schon wieder so neu für mich, dass ich da erstmal irgendwie mit klarkommen muss. Also ich habe permanent eigentlich einen Kulturschock gehabt. Also ich kann mich erinnern, so in den ersten Tagen, in den ersten Wochen fand ich die Stadt einfach komplett unübersichtlich und konnte mir gar nicht vorstellen, wie ich jetzt von A nach B komme, geschweige denn, wie ich von Agones Vedro in eine andere Stadt kommen würde. Und so nach 3, 4 Wochen war das kein Problem so. Dann wusste man eben, zu welcher Station man gehen muss, damit man ein Bus nach Cape Coast, nach Akim-Oda nimmt oder nach Accra. Aber da habe ich schon gemerkt, dass es schon so eine Woche, zwei, vielleicht sogar fast einen Monat brauchte, bis man so eine gewisse Sicherheit hatte. Das verstehe ich auch total. Das ging mir genauso. Also das erste Mal mit dem Trotro fahren oder so, das war schon eine krasse Erfahrung. Ich glaube, das Wort Trotro musst du erklären. Stimmt. Also Trotros, das sind so Kleinbusse, die in Ghana von einer Stadt zur anderen fahren. Und für die holt man sich dann ein Ticket oder bezahlt eben dafür. Und dann setzt man sich mit all seinen Sachen in diesen kleinen Bus, der wird dann total vollgepackt. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung. Moritz, kannst du dazu noch irgendwas ergänzen? Woran ich mich immer erinnern werde, das ist bei uns in Agones Vedro gab es eben einen großen Platz oder einen Ort, wo halt alle Trotros standen oder die ganzen kleinen Busse eben. Und in jedem Bus saßen dann eben Leute, die halt ganz laut gerufen haben, wo sie hingefahren sind. Das heißt, wenn man die Straße lang gegangen ist, haben man überall Ortsnamen gehört und wurde ständig gefragt, möchtest du nicht nach Accra fahren? Möchtest du nicht dahin fahren? Und ich fand es eigentlich eine sehr coole Art zu reisen. Vor allem war es halt so, dass man eigentlich überall auf dem Weg sagen konnte, hier möchte ich gerne abgesetzt werden. Und es also nicht so feste Stationen gab, wo das Trotro gehalten hat. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwer für uns, das jetzt zu erklären, wenn man das nicht so selbst miterlebt hat. Das ist aber generell so ein Problem, wenn man was erzählt aus Ghana, es so rüberzubringen, wie es wirklich war. Also ich habe häufig das Gefühl, daran zu scheitern. Oh ja, definitiv. Also, ich habe da immer so eine Situation im Kopf, da habe ich telefoniert und bin gerade die Straße lang gegangen. Und die Kinder, die freuen sich total, wenn die einen sehen. Also das finden die total schön und man wird immer gegrüßt, obwohl die einen vielleicht nicht kennen, was ja dann auch schon wieder so eine kulturelle Sache ist, weil das würde ja jetzt zum Beispiel bei mir in der Stadt niemand machen. Also in Berlin. Und da habe ich dann eben telefoniert und die Person an der anderen Seite von der Leitung, die hat das auch gehört und hat dann eben danach gefragt, warum ich da jetzt angesprochen werde. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, die freuen sich einfach, dass sie mich sehen. Und da gab es dann, also dann wurde ich auch gefragt, sind die dumm? Und das ist dann, also sowas ist dann schwierig ein bisschen, weil wie erklärt man jetzt, dass das einfach halt ein kultureller Unterschied ist, wenn da einfach ein anderes Verständnis für da ist, als das, was man jetzt denn selber hat. Das kann ich total verstehen. Das ist echt schwierig, da die Sachen so rüberzubringen, wie man die selber erlebt hat. Ja, man muss natürlich auch aufpassen, dass es dann in der Erzählung nicht zu einseitig wird. Da mache ich mir ehrlich gesagt, wenn ich irgendwie so kleine Anekdoten oder irgendwie witzige Geschichten erzähle, die mir passiert sind, nicht so große Gedanken drüber, weil
ist in dem Fall für mich klar ist, dass das persönliche Geschichten sind, die ich erfahren habe, aber wenn man dann etwas allgemeiner wird oder auch konkret über kulturelle Unterschiede redet, muss man dann eben schon vorsichtig sein, dass es nicht so einseitig rüberkommt, dass es nicht so wirkt, okay, der Person ist das passiert, das heißt, das muss da ja irgendwie gängig sein, weil das ja häufig Quatsch ist. Das sind häufig halt einfach persönliche Erfahrungen oder persönliche Erlebnisse. Aber wenn ich so kleine Geschichten erzähle, irgendwie witzige Stories oder so, die mir passiert sind, muss ich sagen, mache ich mir darum nicht so einen Kopf. Das haben wir auf dem Vorbereitungsseminar ja auch recht viel besprochen. Da fiel das Wort Single Story, dass man eben aufpassen muss, dass die Erlebnisse, die man selber hat und die Leute, die man selber kennt, ja nicht stellvertretend sind für das ganze Land Ghana. Ja, das ist halt auch total schwierig, weil das ja dann zu Stereotypen führt. Das ist ja genau das, was wir ja dann eigentlich auch nicht unbedingt wollen, weil wir ja jetzt auch, also man ist ja selber auch mit so Vorstellungen in diesen Freiwilligendienst reingegangen und hat dann aber festgestellt, dass das, obwohl man das jetzt so von Medien oder Erzählungen oder eben auch ein bisschen mit Absicht ins lächerlich gezogene Stereotypen eigentlich irgendwie auf was anderes eingestellt war. Und wenn man dann danach auch wieder damit konfrontiert wird, kriegt man auch noch mal ein ganz anderes Gefühl dafür. Ich fand das vor dem Freiwilligendienst total schwer so einzuordnen. Aber wenn man jetzt dann so zurückgekommen ist und dann bestimmte Sachen gefragt wird, dann reagiert man darauf ganz anders als vorher. Also das war bei mir auf jeden Fall so. Seid ihr da irgendwelche komischen Sachen gefragt worden, die ihr dann danach irgendwie blöd fandet oder wo ihr nicht so richtig wusstet, wie ihr darauf reagieren sollt? Bei mir waren viele Fragen eher so im Vorfeld, dass dann zum Beispiel gefragt wurde, habt ihr denn Strom in Ghana? Oder gibt es da sowas wie Internet? Oder was fällt mir noch ein? Ja, lebt ihr denn dann auch in so einer Lehmhütte? Das sind gute Fragen. Also daran erkennt man halt auch, was so Vorurteile über afrikanische Länder sind. So ein bisschen hat ja jeder diese Vorurteile, weil man sie halt einfach aus den Medien, aus den Nachrichten so bekommt. Bei mir war es auch wirklich erst in Ghana so, dass ich mich von diesen Vorurteilen ein bisschen befreien konnte. Also wie du das gerade geschildert hast, muss ich sagen, habe ich das nicht erlebt. Aber was ich auch kenne, ist so dieser Aspekt des Helfens, dass ich im Vorfeld dann eben, habe ich dann schon mal gehört, so dass ich da hingehe, um zu helfen und so. Und da habe ich dann auch versucht zu betonen, nee, es ist eben nicht so, dass ich da hingehe und den Leuten da helfe oder so, sondern ich unterstütze vielleicht das Projekt durch meine Arbeitskraft, aber sie sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich da hinkomme oder so. Das mache ich hauptsächlich für mich, dass ich selbst was lerne, mich weiterentwickle. Und deswegen finde ich immer dieses Wort helfen irgendwie schwierig. So die anderen Sachen, die du geschildert hast, muss ich sagen, hatte ich nicht so. Auf der Internetseite von Weltwärts heißt es ja, dass es eben ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst ist. Wie passt das denn zusammen damit, dass man hier eigentlich nicht wirklich entwicklungspolitisch hilft? Ich muss sagen, diese Formulierung hat mich auch echt gewundert, weil ich das halt eher als bildungspolitischen Freiwilligendienst irgendwie interpretieren würde und als Kulturaustausch. Und deswegen muss ich auch sagen, hat mich diese Formulierung erst gewundert. Mittlerweile weiß ich, was damit gemeint ist. Es geht eben, unsere Projekte, in denen wir arbeiten, haben ja einen SDG-Bezug, also einen Bezug zu den Sustainable Development Goals der UN, also der Nachhaltigkeitsziele. Diese Projekte, beziehungsweise in diesen Projekten arbeiten wir ja an ein oder mehreren von diesen SDGs. Und deswegen ist es ein entwicklungspolitischer Lerndienst, also wir lernen über gewisse Aspekte der Entwicklungspolitik. So ist das, glaube ich, auch gemeint. Ich muss aber auch sagen, dass mich erst diese Formulierung gewundert hat, weil es in meinem Kopf erstmal ein bildungspolitischer Dienst ist und der Kulturaustausch im Vordergrund steht oder stehen sollte. Also, ich habe damit dann auch zwischendurch ein bisschen so Probleme gehabt. Aber also es wird ja als Lerndienst, als
Also es wird ja für das Lernen von den Freiwilligen ja gemacht und auch für den Kulturaustausch. Das sind ja auch Sachen, die auf der Seite stehen und die für das Programm ja auch ganz groß geschrieben werden. Und dieses entwicklungspolitische Ding, das hat sich für mich vor Ort auch nicht so wirklich nachvollziehen lassen. Aber wenn man jetzt dann auch nachher irgendwie sich davon inspirieren lässt, was man da erlebt hat oder wenn die Erfahrung, die man mitgesammelt hat, es gibt sehr, sehr, sehr viele Freiwillige, die danach selber irgendwelche Projekte anstoßen und schon alleine dadurch lässt sich für mich das dann doch rechtfertigen, dass es ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst ist. Ja, kann ich aber zustimmen. Ich muss sagen, dass ich das am Anfang eben nicht so verstanden habe, dass mir das irgendwie so ein bisschen unklar war. Aber dass ich mich, als ich mich dann näher damit auseinandergesetzt habe, wie das gemeint ist, muss ich auch sagen, kann ich das auch nachvollziehen. Ja, wichtig ist eben, dass man das wirklich häufig betont, weil es besteht schon irgendwie dieses Bild, dass diese 18-, 19-Jährigen, die da in diese Länder des globalen Südens gehen und irgendwie so eine Arbeitsstelle machen, dass die wirklich Entwicklungshilfe leisten. Und dem muss man halt wirklich widersprechen, so, weil ich meine, bloß weil man ein Abitur hat oder irgendwie was Vergleichbares, kann man ja keine Entwicklungshilfe machen. Und sowieso finde ich Entwicklungshilfe auch ein sehr merkwürdiges Wort. Ja, ich finde es auch total, also mit dieser Vorstellung konfrontiert zu werden, war für mich auch irgendwie mal ein bisschen blöd, weil man muss dann erstmal, also diese Vorstellung, die muss man ja immer enttäuschen eigentlich. Es ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Freiwilligen gibt, der zurückgekommen ist und gesagt hat, so, ja, ich habe jetzt da total viel gemacht und habe da total die Entwicklung vorangebracht oder so. Das ist halt blöd. Also ich habe dann auch immer danach versucht zu sagen, ich war da und ich habe sehr viel für mich gelernt, aber ich habe eben irgendwie assistiert und ich konnte zum Beispiel bei dem Unterricht dann ein paar neue Methoden, die ich vielleicht so mitgekriegt habe, mit reinbringen. Und wir haben da ein bisschen ausprobiert. Ein paar Sachen haben gut funktioniert, ein paar nicht so. Aber am meisten hat das eigentlich immer noch für mich gebracht. Und das war mir dann auch immer wichtig, so zu sagen. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt es ja jetzt auch Entwicklungszusammenarbeit, um dieses Hilfe daraus zu nehmen. Aber im Volksmund ist es natürlich immer noch häufig Entwicklungshilfe. Und das haben wir natürlich beides nicht gemacht, sondern wir haben eben entwicklungspolitisch gelernt. So, das ist auch nochmal irgendwie wichtig, vielleicht zu sagen, wie das jetzt aktuell heißt und wo der Unterschied auch zu dem ist, was wir gemacht haben. Ja, aber ich finde das auch, also schon diese Einstellung, die ist halt auch vielleicht gar nicht mal so sehr von den Medien so gefördert, aber die ist halt schon so gesellschaftlich total verankert, weil das ist für mich immer so eine kleine Sache. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich da ein bisschen kleinlich, ne? Aber ich finde das total blöd, dass in meinem Unterricht auf jeden Fall immer gesagt wurde, es gibt Entwicklungsländer, Schwellenländer und Industrieländer, weil dafür ja dann auch die Definition war oder man hat das dann so irgendwie mitbekommen, die Industrieländer sind wirtschaftlich weiterentwickelt. Damit bin ich in der Schule super klargekommen, das war halt so eine Sache, die hat man dann gelernt, aber seit ich jetzt in Ghana war, muss ich sagen, dass ich diese Einteilung total blöd finde, weil ich das nicht gut finde zu sagen, die sind weiterentwickelt und die sind niedriger entwickelt, sondern ich würde einfach eher sagen, das ist einfach eine andere Entwicklung. Und da jetzt zu sagen, also das hat dann schon so einen Unterton von, das ist besser, das ist schlechter. Und das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht gut. Ich habe die Begriffe auch noch in der Schule gelernt, so, aber ich habe auch schon die Begriffe gelernt, die man jetzt dafür verwendet. Und dieses Entwicklungsschwellenländer ist ja auch schon überholt. Und es wird ja jetzt als globaler Norden und globaler Süden bezeichnet, um dieses Wertende ein Stück weit rauszunehmen. Also globaler Norden für die Länder, die man als ehemalig als Industrie- oder weiterentwickelte Schwellenländer bezeichnet hätte und globaler Süden für die Länder, die eher dem Status eines Entwicklungs- oder ja, Schwellenlandes entsprechen würden. Ja, zum Beispiel gehört Australien zum globalen Norden, was man auch erstmal verstehen muss. Ja, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass sich darum Gedanken gemacht wird, dass auch so ein Unterton in der Bezeichnung oder Definition von solchen Begriffen dann verschwindet. Man muss natürlich auch häufig gucken, dass, also es ist jetzt weniger geworden, aber so bei diesen Entwicklungsländer, Industrieländer, das sind ja alles Begriffe, die so im Westen, sag ich mal, entwickelt wurden und die halt den Westen als Maß aller Dinge nehmen und dann eben die anderen Länder mit dem Westen vergleichen. So. Und das ist halt auch schon eine sehr egozentrische oder eine sehr eingeschränkte Weltsicht. Ja, es ist halt ein sehr eurozentristisches Weltbild. Wir haben jetzt viel über Vorstellungen gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten so, also wenn man sich bewerben will, muss man ein Motivationsschreiben, ich glaube, so wurde das genannt, veröffentlichen. Wisst ihr noch, was ihr da so reingeschrieben habt? Was eure Motivation war? Grob. Also wirklich nur grob, aber ich glaube, ich würde es jetzt anders schreiben. Das kann ich schon mal sagen. Also ich weiß nicht mehr, welche Begriffe ich verwendet hatte. Also helfen und sowas habe ich bewusst nicht geschrieben. Ich glaube trotzdem, dass das Motivationsschreiben auch im Nachhinein, wenn ich das Projekt oder nachdem ich das Projekt kenne und weiß, wie es abläuft und wo sich meine Vorstellung eben deckt mit der Realität oder auch nicht, da würde ich, glaube ich, auf jeden Fall das an einigen Stellen ändern. Das ist bei mir auch auf jeden Fall so. Also ich glaube auch, dass ich nicht gesagt habe, ich möchte helfen. Das ist aber so eine Sache auch, warum ich mich damit beschäftigt habe und auch warum ich gesagt habe, ich möchte gerne den Freiwilligendienst machen. Als ich mich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, habe ich dann schon mitgekriegt, dass das nicht so gut ist, wenn man das so sagt oder dass das halt überhaupt nicht stimmen kann und habe dann meine Ansicht ein bisschen korrigiert. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Ich glaube, ich habe jetzt nicht wirklich von helfen geschrieben. Aber schon so in Richtung, ich möchte was Sinnvolles tun. Ja, stimmt, genau das habe ich auch reingeschrieben. Und vielleicht irgendwie so was bewegen im Kleinen. Aber letzten Endes waren vieles von dem, was ich damals geschrieben hat, war eben extrem von diesen Vorurteilen geprägt und schon auch von diesem Gedanke, dass man da wirklich Entwicklungshilfe machen würde. Ja, das war bei mir auch auf jeden Fall so. Aber ich bin ja jetzt auch dankbar dafür. Dadurch, dass wir das ja jetzt gemacht haben, hat sich das ja verändert. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auf jeden Fall schlauer bin als vorher. Jedenfalls, was das Thema angeht. Dieses, dass man schlauer wird, hattet ihr das Gefühl erst im Einsatzland oder auch schon so während der Vorbereitung? Während der Vorbereitung, würde ich sagen, hat man halt ein Stück weit den theoretischen Teil gelernt. Also so ein bisschen Wissenswertes zum Land oder auch zum Projekt, zu, weiß ich nicht, Krankheiten, zu verschiedensten Wissenswerten. Und im Land hat man dann halt gesehen, wie es dann wirklich aussieht. Also man kann sich natürlich nach der Vorbereitung irgendwie eine grobe Vorstellung machen, aber als ich dann ankam, sah es eben doch anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Da kam bei mir dann noch hinzu, dass wir die ersten beiden Freiwilligen im Projekt waren, also aus Deutschland, die da dann für ein Jahr bleiben, beziehungsweise bleiben sollten. Und deswegen war das Projekt noch ein bisschen unklarer sozusagen, weil es eben auch keine Schule war, sondern ein anderes Projekt, was sich von auch den anderen unterschieden hat. Deswegen war es, als ich dann ankam, eben doch nochmal ganz anders. Und den Großteil habe ich natürlich im Land gelernt, mich da weiterentwickelt, mehr dazu gelernt, aber auch die Vorbereitung war natürlich wichtig, einfach überhaupt, um einen Überblick zu haben, so was mich erwartet und was wichtig ist zu wissen. Also ich kann da eigentlich auch absolut Tobi zustimmen. Ich habe da absolut ähnliche Erfahrungen gemacht. Also die Vorbereitung ist natürlich sehr wichtig. Dadurch kann man, wenn man dann in das Land geht, schon mal ein paar Sachen vermeiden durch die Sachen, die man da dann schon lernt. Aber ein richtiges Verständnis dafür habe ich dann eigentlich auch erst vor Ort dann entwickelt. Also das ist dann eben noch mal ein bisschen anders, als man das sich so dann vorgestellt hat. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist auch immer ein bisschen schwer, die Sachen so richtig rüberzubringen, wie sie denn sind. Und jeder macht dann auch eigene Erfahrungen. Also ändert sich da sowieso bei jedem Freiwilligen noch mal ein bisschen was. Und der größte Lernanteil war wirklich dann eigentlich
vor Ort für mich in Ghana. Moritz, wie war das bei dir? Also, wir waren ja eine Woche, hatten wir ein Vorbereitungsseminar. Ich fühlte mich danach schon sehr viel oder erheblich besser informiert darüber, wie mein Jahr so aussehen wird. Aber als ich dann angekommen bin in Ghana, war zunächst alles doch irgendwie ganz anders. Was würdet ihr denn so, also ich hoffe mal, dass auch einige zuhören werden, die entweder schon angemeldet sind oder mit dem Gedanken spielen, mal so einen Weltwärtsfreiwilligendienst zu machen. Was würdet ihr denen so raten zum Thema, wie man sich gut vorbereitet? Also, ich würde vielleicht mal damit anfangen, was ich mir für die Vorbereitung wünschen würde, was ich jetzt nicht von den Freiwilligen, die sich dafür interessieren, unbedingt erwarte, aber oder erwarten würde, es, aber was ich mir als Vorbereitung, sofern es denn möglich ist, wünschen würde, von Seiten der Organisation aus. Auf dem Zwischenseminar habe ich zwei ehemalige Süd-Nord-Freiwillige kennengelernt, die aus Südafrika in Deutschland waren und da dann in Projekten waren. Und die haben, bevor sie nach Deutschland gekommen sind, einen Deutschkurs gehabt, wo sie dann die Sprache gelernt haben, um sich zumindest eben auf so Basic-Niveau unterhalten zu können und die Sprache zu sprechen. Und das hätte ich mir auch gewünscht, also sei es dann in Deutschland, was natürlich dann für einige Sprachen auch schwierig werden könnte, oder aber auch vor Ort im Einsatzland, einfach damit man sich besser artikulieren kann im Land und auch besser kommunizieren kann. Das wäre an vielen Stellen schon praktisch gewesen, das hätte ich mir durchaus gewünscht. Es ist auch irgendwie ein Stück weit für mich eine arrogante Haltung sozusagen. Also die müssen das lernen, aber wir nicht, weil ich finde, das gehört auch ein Stück weit zu diesem gegenseitigen Respekt, mal davon abgesehen, dass es auch einfach praktisch wäre. Und das würde ich mir, sofern es denn möglich ist, während der Vorbereitung oder für die Vorbereitung wünschen. Von den Freiwilligen selbst habe ich ehrlich gesagt keinen wirklichen Tipp. Also mir hat das der Austausch mit dem ehemaligen Freiwilligen aus Botswana geholfen, der ja auch Teil des Vorbereitungsseminars ist. Das fand ich auf jeden Fall mit am interessantesten, aber so einen richtigen Tipp habe ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auch einen richtigen Tipp hätte. Ich kann Tobi auf jeden Fall dabei zustimmen, dass es auf jeden Fall mega gut gewesen wäre, wenn ich mich vorher ein bisschen mehr mit der Sprache auseinandergesetzt hätte. Aber da jetzt für, also allgemein einen Kurs für zu organisieren, halte ich halt für schwer, weil in Ghana zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sprachen. Und bei Moritz, bei dir gab es ja auch einen anderen Dialekt oder wird auch schon als andere Sprache ja eigentlich fast bezeichnet, als bei mir zum Beispiel. Und die Städte sind nicht so weit voneinander entfernt. Und da einen Kurs für zu machen, halte ich für schwierig. Und deswegen wäre das für uns auf jeden Fall nur möglich gewesen, wenn man sich selbst damit auseinandersetzt. Das ist aber sehr schwer gewesen, ein Gefühl für die Sprache zu bekommen, ohne jetzt da zu sein, weil, also als ich da war, musste ich dann auch erstmal ein Gefühl für die Sprachmelodie so finden, aber ich hätte mich vorher auf jeden Fall schon noch mehr damit auseinandersetzen können und das wäre wahrscheinlich nicht so schlecht für mich gewesen. Aber ich glaube, wenn man sich darauf vorbereitet, dann muss man auch ein bisschen einfach so auf die eigene Intuition hören. Also manchen hilft es, habe ich gehört, so total, wenn die sich mit ehemaligen Freiwilligen austauschen und da schon mal ein paar Sachen über das Projekt lernen oder so. Das wäre für mich jetzt aber wahrscheinlich zum Beispiel nicht so gut gewesen, weil ich dann Angst gehabt hätte, dass ich da jetzt dann schon mit Erfahrungen konfrontiert werde, die ich selber vielleicht gar nicht sammeln werde und die ich dann aber so im Hinterkopf habe. Das wollte ich nicht unbedingt. Wenn man sich mit was beschäftigen will, sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Aber man sollte vorher auch auf jeden Fall immer wissen, dass es dann trotzdem immer noch anders sein kann. Also nicht, wenn man sich jetzt vorher mit jemandem ausgetauscht hat oder was gelesen hat, denken, dass das auch unbedingt so sein muss, damit man dann vor Ort nicht überrumpelt ist, wenn es dann doch ein bisschen anders ist. Also ihr habt jetzt beide das Thema Sprachen angesprochen. Konntet ihr euch so am Ende nach dem halben Jahr ein bisschen unterhalten auf der lokalen Sprache?
Bei mir war das Setswana, dann ist das auch noch mal ein bisschen anders bei mir als in Ghana, weil es zwar auch verschiedene andere Sprachen gab, aber Setswana schon so die am meist genutzte Sprache neben Englisch war. Allerdings gab es auch, ich glaube, 26 verschiedene Dialekte oder so. Und da wurde ich dann in der Region, wenn ich ein paar Brocken, die ich kannte, angewandt habe, schon verstanden. Aber was, wenn ich in den Süden gefahren wäre, weiß ich nicht, ob ich da verstanden worden wäre. Also wahrscheinlich schon, aber es gibt einfach wahnsinnig viele verschiedene Dialekte dieser Sprache. Am Ende konnte ich aber trotzdem so ein paar Brocken, also so das Notwendigste sozusagen, also hallo, tschüss, wie geht's dir, mir geht's gut und so weiter. Bevor ich abgereist bin, hatte ich auch von meiner Chefin noch eine Setswana-Stunde, in der wir dann zusammen Setswana angefangen haben zu lernen, und dann musste ich eben aufgrund von Corona zurück. Aber das war schon ganz schön, weil es theoretisch die Möglichkeit gab, für uns Setswana-Stunden zu nehmen und noch mehr über die Sprache zu lernen. Und im Nachhinein ärgert mich das auch, dass ich damit erst so spät angefangen habe, weil das schon eine coole Sache ist, auch um sich zu verständigen, aber so die Brocken, so die Basics sozusagen, die konnte ich am Ende dann schon. Also für mich war das sehr schwer, die Sprache, also nicht unbedingt sehr schwer, die Sprache zu lernen. Ich habe am Anfang, also weil ich weiß, dass mir das relativ schwer fällt, am Anfang so in eine Sprache reinzukommen, habe ich oft einfach nur zugehört, habe erstmal versucht so zu verstehen, wie die Sprache aufgebaut ist. Und das mit dem Wörterlernen, das hat bei mir am Anfang sehr, sehr holprig nur funktioniert. Und deswegen habe ich das meiste eigentlich dann erst nach den ersten 3 Monaten gelernt. Und dann habe ich auch immer so gedacht, naja, jetzt sind irgendwie andere Dinge wichtiger, ich will lieber ein Projekt vorbereiten oder so. Und habe immer gesagt, ja, ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit. Und dann kam Corona und ich hatte keine Zeit mehr. Das war ein bisschen ärgerlich, weil das mir natürlich auch irgendwie ein bisschen verboten hat, an einigen Gesprächen teilzunehmen. Ich habe einiges verstanden und ich habe auch ein bisschen was sprechen können und ich habe mir da auch Mühe gegeben, aber ich hätte mir auf jeden Fall noch mehr Mühe geben können, das muss ich auf jeden Fall sagen. Das ist bei mir sehr ähnlich. Also ich bin auch nicht so begabt, was neue Sprachen lernen angeht. Und also wirklich unterhalten konnte ich mich auch nach 7 Monaten nicht. Ich konnte halt natürlich eben diese ganzen einfachen Phrasen und Floskeln. Aber wenn man die Sprache gekonnt hätte, hätte es schon sehr vieles erleichtert, so sich mit Leuten zu verständigen, weil natürlich können fast alle Englisch, aber es ist eben nicht deren Muttersprache, und auch im Alltag wird dann eben eher, also bei mir in der Stadt war es das Fanti, was gesprochen wurde. Dadurch, dass ich immer mal wieder Phrasen auch von Leuten aus dem Projekt gelernt habe, war das ganz cool, weil man eben auch nicht nur die Sachen gelernt hat, die man dann vielleicht in einem Wörterbuch oder so finden würde, sondern eben auch so Proverbs, also so Sprichwörter, und die man dann immer mal wieder anwenden konnte, weil die eben häufig auch sehr beliebt waren. Und dann war natürlich die Verwunderung auch groß, dass ich als Weißer diese Worte sagen konnte, so, also es gibt auch Weiße, die Setswana sprechen, unser Mentor zum Beispiel. Aber es ist eben doch nicht unbedingt die Regel, und gerade solche Sprichwörter zu kennen, war dann schon immer auch ganz schön. Also das ist auch ein Vorteil, wenn man das dann tatsächlich vor Ort von Einheimischen lernt, die mit der Sprache aufgewachsen sind oder die das auch als Muttersprache haben. Ja, also ich fand es die letzten paar Monate total ärgerlich, dass ich nicht mehr verstehe. Das hat mich total genervt, weil wenn das hat mich wirklich genervt, weil wenn die Lehrer mal miteinander gesprochen haben und ich war da irgendwie in der Nähe, ich hätte so gerne einfach gehört, worüber die sprechen, weil die haben untereinander natürlich in dieser Sprache, also in Chi gesprochen, das war dann die Sprache, die bei mir gesprochen wurde. Und ich habe dann daneben gesessen und hätte einfach sehr, sehr gerne verstanden, worüber die sich unterhalten, wenn sie jetzt nicht explizit mit mir sprechen, so. Weil ich denke mal schon, dass das dann auch noch mal andere Themen waren und ich hätte das einfach total gerne mitbekommen. Und das war, also je länger ich jetzt auch wieder weg bin, umso mehr ärgert mich das noch. Das ist wirklich eine Sache, die ich einfach ein bisschen verpasst habe. Kann ich nachvollziehen. Du hast jetzt
eben mal davon gesprochen, also du hast irgendwie das Wort weiß erwähnt, Tobi, dass wir halt Weiße sind. Was hattet ihr so Erfahrungen damit, mit dem Thema, dass man halt weiß ist? Ich kann mal ein Beispiel geben. Wir waren von, auf unserem Projekt hat ein Bandero gelebt. Das ist, Bandero ist ein Volksstamm, ähnlich der Herero, die in Namibia gelebt haben und leben und dann von den Deutschen massenweise ermordet und vertrieben wurden. Deswegen sind viele auch nach Botswana geflohen, vor allem in den Norden. Und die Jugendorganisation der Bandero und Herero hat eine Feier organisiert und er hatte uns dazu eingeladen, also das ganze Projekt. Und dann waren wir eben auch dabei und da waren wir die einzigen beiden Weißen. Und deswegen waren wir schon häufig auch im Mittelpunkt und viele waren eben auch glücklich oder haben sich gefreut, dass wir Interesse für die Kultur mitbringen. Aber es war eben auch unangenehm, weil viele zum Beispiel Fotos machen wollten und man sich wirklich ein bisschen wie so, ja, irgend so Popstar oder so gefühlt hat und das war ein bisschen unangenehm. Man muss aber auch sagen, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnt hat und das auch ein Extrembeispiel war, weil in Maun auch gerade viele Weiße gelebt haben. Maun ist sehr touristisch, also viele Touristen waren da, aber auch viele, die da dauerhaft leben. Und deswegen war man nicht so häufig in diesen Situationen, wo man irgendwie die einzigen Weißen war oder wo das tatsächlich was Ungewöhnliches war. Aber man wurde häufig schon wegen der Hautfarbe angesprochen, beziehungsweise irgendwie gegrüßt oder so. Und man hat sich da mit der Zeit auf jeden Fall dran gewöhnt. Am Anfang war das ein bisschen, also war es neu und deswegen auch so ein bisschen unangenehm teilweise und so ein bisschen, man hat sich so ein bisschen unwohl gefühlt. Aber das hat sich auf jeden Fall gelegt. Also ich habe da wahrscheinlich dann ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn man jetzt in einem Land ist, wo die durchschnittliche Hautfarbe halt etwas dunkler ist als die eigene, das ist ja irgendwie auch normal. Das Erste, was einem beim anderen dann ins Auge sticht, sind ja so Äußerlichkeiten. Und wenn das dann so ein relativ ungewohnter Unterschied ist, dann kriegt man dann natürlich Aufmerksamkeit. Und da bestand dann auch ein Interesse, so sich mit einem zu unterhalten, was für mich dann ganz cool war, weil ich dadurch eben auch Sachen gelernt habe über die Menschen vor Ort. Aber was auch, also bei mir auch zu unangenehmen Situationen geführt hat und man ist dann auch mit Vorurteilen, die Leute vor Ort hatten, ein bisschen konfrontiert worden. Das waren teilweise positive Vorurteile, wo zum Beispiel Eigenschaften von Deutschen allgemein als sehr gut also so gesehen wurden oder zum Beispiel von wegen die Deutschen, die haben alle total viel Geld, die sind alle reich, sowas. Aber ich habe auch mit einer Lehrerin gesprochen. Ich glaube, ich war dann die erste Freiwillige, die sie kennengelernt hat. Und die dachte dann zum Beispiel auch, ich wüsste nichts über Sklaverei oder sowas. Und das waren dann auch sehr interessante Gespräche, die ich dann hatte, wo man sich dann auch mit auseinandersetzen muss und wo man dann auch wieder eben ein anderes Gefühl für Vorurteile bekommt und wie die eben zustande kommen. Das war interessant und manchmal auch einfach unangenehm, ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig und ganz, ganz viele unterschiedliche Gefühle in unterschiedlichen Situationen. Würdest du denn sagen, dass diese unangenehmen Erfahrungen trotzdem irgendwie bereichernd waren? Ja, na, man muss ja irgendwie damit umgehen. Also wenn man jetzt mit zum Beispiel mit den Vorurteilen konfrontiert wird, dann muss man sich überlegen, wie man darauf reagiert. Das ist gleichzeitig wieder eine Sache, wo man sich dann mehr auch mit sich selbst auseinandersetzt oder mit der eigenen Kultur. Das ist dann schon irgendwie auch bereichernd und dann natürlich auch so zu merken, was so gefühlsmäßig in einem selbst dann abgeht, da haben einige auch einfach, oder also ich auch auf jeden Fall gelernt, dass man dann
wie man einfach so auch ruhig reagiert, obwohl das in einem selbst so gerade schon so ein bisschen wie so eine kleine Achterbahnfahrt ist. Also da habe ich auch auf jeden Fall eine Menge gelernt, ja. Ich fand halt interessant so dieses Gefühl, dass man plötzlich zu einer bestimmten ethnischen Gruppe gehörte, also dass man eben ein Weißer war, weil also in Deutschland, naja, da bist du halt einfach so normal, weil du hast halt die gleiche Hautfarbe wie die meisten anderen auch. Allerdings dann in Ghana war man eben wirklich die Ausnahme. Und was in Ghana eben auch so war, dass man halt viel mehr konfrontiert wurde mit diesen, ja, mit diesen abscheulichen Taten, die eben Weiße in der Vergangenheit dort gemacht haben. Ja, und wie diese Sachen auch da vor Ort gesehen werden, das fand ich auch sehr interessant. Also wie das zum Beispiel auch im Geschichtsunterricht dort vermittelt wird, das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung. Und was ich jetzt dann gerade bei der Thema, also bei dem Thema Hautfarbe noch, das kam mir gerade wieder in den Kopf, da wurde dann auch in der Schule über Unterschiede zwischen, also Individualität und Gleichheit sowas gesprochen, so ein bisschen. So, wenn wir jetzt jemanden mit dieser, also ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt richtig rüberbringen kann. Das ist wieder so, wie am Anfang das Thema, so wie spricht man jetzt über bestimmte Sachen. Aber da wurden dann drei Mädchen im Unterricht nebeneinander gestellt und dann wurde gesagt, ja, wie unterscheiden die sich denn? Und dann haben die Schüler gesagt, na, die eine ist dark, dann Chocolate und fair. Also die unterscheiden die Hautfarben dann auch nochmal. Und wenn man da ist, dann sieht man das auch selber. Also so Einteilungen in Weiße und Schwarze, so, das funktioniert halt auch irgendwie gar nicht. Und die haben zu mir dann auch gesagt, ja, du bist weiß. Während man hier jetzt zum Beispiel auch sagen würde, ja, da ist jemand sehr, sehr hell und ein anderer ist vielleicht mehr gebräunt oder so. Das fand ich auch sehr interessant. Gerade Geschichtsunterricht fand ich sehr interessant. Einmal war das in der zweiten Klasse. Da hatten sie dann halt so, ich glaube, das war das erste Mal, dass sie wirklich Geschichtsunterricht hatten. Also, dass sie halt in der zweiten Klasse damit anfangen. Und dann hat der Lehrer eben so halt grob die Geschichte von Ghana erzählt. Also halt beginnend mit der Kolonialisierung durch die Engländer. Und hat dann eben auch von diesen Verbrechen erzählt. Und es war schon irgendwie eine sehr beklemmende Erfahrung. Aber auch eine total bereichernde, so einfach mitzubekommen, wie so diese Geschichte in Ghana vermittelt wird. Ja, das fand ich auch oft interessant, weil bei mir dann zum Beispiel eben auch über die Vor- und Nachteile dessen gesprochen wurde und der Lehrer dann zum Beispiel gesagt hat, naja, aber dass die dann den christlichen Glauben gebracht haben, das war ja eine gute Sache. Also es gibt ja sehr, sehr viele Christen in Ghana und also die gehen ja auch sehr häufig zur Kirche und er hat das dann eben als was Gutes bezeichnet, wo ich aber dann zum Beispiel eben aus unserem Geschichtsunterricht einer totalen anderen Meinung war. Also das war für mich auch oft sehr, sehr interessant. Tobi, hast du da eigentlich auch irgendwie so eine Erfahrung gemacht, irgendwie, wo dann über die Kolonialisierung oder sowas gesprochen wurde? Tatsächlich war das bei mir nicht so stark, weil, also erstmal war ich nicht an der Schule, weswegen ich so Geschichtsunterricht und so nicht mitbekommen habe. Fände ich auch interessant, aber dafür war mein Projekt eben zu verschieden, also hatte damit nicht so wirklich was zu tun. Da ging es dann eben eher um die eigene Kultur. Und ansonsten war es, wenn dann, dass man eben von Herero darauf angesprochen wurde, weil Namibia ja von Deutschland kolonialisiert wurde, also auch tatsächlich dann so ein direkter Bezug, aber auch da war es meistens kein Thema und wenn, dann war es eher in so einer, ich sag jetzt mal, ja, zynisch witzigen Richtung oder so. Also das war dann eher so, dass man da so ein, dass von ihrer Seite so ein Scherz oder so daraus gemacht wurde. Zum Beispiel bei dem Herero-Madero-Event war es so, dass einer uns gefragt hat, woher wir kommen und wir eben in Deutschland und er dann gesagt hat, ihr wart die, die uns kolonialisiert haben und dann meinte mein Wildfreiwilliger, nein, dafür bin ich viel zu jung und dann
haben wir beide eben gelacht. Also es war nicht so eine, also der Umgang war, so wie wir es erlebt haben, noch relativ locker, aber wir wurden auch nicht so häufig damit konfrontiert. Ich weiß auch von einer anderen Mitfreiwilligen, die bei einer anderen Organisation war, dass sie in ihrem Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe, da eher häufiger drauf angesprochen wurde, eben gerade weil die Deutschen im Nachbarland einen Völkermord begangen haben und da eine wirklich schreckliche Kolonialgeschichte hatten. Mich hat tatsächlich im Nachhinein überrascht, dass ich eher seltener darauf angesprochen wurde, als ich erwartet hätte und dass es wirklich selten war, dass die Leute irgendwie negativ darauf reagiert haben, weil also an sich hätten sie halt viele Gründe dazu, weiße Menschen erstmal nicht zu mögen, so. Ja, das habe ich auch total so empfunden. Also wie wenig man da drauf angesprochen wurde, beziehungsweise auf welche Art und Weise, das hat mich auch eigentlich dann sehr überrascht. Aber das war natürlich auch eigentlich ganz angenehm, wenn man dann nicht so das Gefühl hatte, dass man da jetzt irgendwie verhört wird oder dass man jetzt für was gerade stehen muss, was schon irgendwie Jahre vorher passiert ist. Ja, Botswana hat ja auch nicht so eine blutige Kolonialgeschichte. Also es gibt auch eine, aber da ist es eben weitgehend friedlich geblieben. Deswegen ist es da vielleicht auch nochmal ein Unterschied zum Beispiel zu Südafrika, wo das ja viel stärker ist, auch heute noch. Also es gibt auch in Botswana so eine Trennung zwischen Schwarz und Weiß, was sich hauptsächlich eben in, ja, im Gehalt unterscheidet, beziehungsweise im Reichtum. Aber es ist nicht so stark wie zum Beispiel in Südafrika und auch nicht so blutig wie viele andernorts. Also Ghana war eben eigentlich hauptsächlich eine Kolonie für Sklaven. Dort wurden irre viele Menschen verschleppt und in die USA entführt. Ich finde auch nicht, dass man das unbedingt so in. Also ich finde, das kann man auch gar nicht so einteilen in schlimmer und weniger schlimm. Nein, Ich um weiß, Gottes dass Willen, du das darum nicht geht's auch gar nicht. wolltest, Also aber. es ich was ich damit nur meinte, dass es eben dass die historische Belastung sozusagen, die mit diesem Weißsein zusammenhängt, vermutlich in Botswana nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie zum Beispiel in Südafrika oder Simbabwe oder wahrscheinlich auch Ghana. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, so das ist aber noch schlimmer gewesen als das oder so, das meinte ich Ja. gar nicht. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall auch was, wofür ich dann nochmal vor Ort ein ganz anderes Gefühl gekriegt habe, weil man einfach dann auch nochmal sieht, wo da immer noch Einflüsse sind und das ist halt so eine Sache, also man kann nicht sagen, die Kolonialisierung, das ist halt vor Jahren passiert und jetzt gibt es das nicht mehr, ist vielleicht jetzt nicht mehr präsent, die Länder sind nicht mehr an andere Länder gebunden, aber die Konsequenzen daraus sind einfach immer noch zu sehen und zu spüren und das ist, lässt sich schwer erklären. Also mit diesem Weißsein kommen ja immer auch Privilegien dazu. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber häufig hatte man schon im Einsatzland, also in Ghana dann, das Gefühl, in gewisser Weise privilegiert zu sein. Ich auf jeden Fall. Also weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber ich hatte zum Beispiel eine Situation dann an so einer Totro-Station, wo ich da dann eben auch so ein bisschen beachtet wurde. Okay, ich habe da in dem Moment wahrscheinlich auch ausgesehen wie ein Häufchen Elend, weil die total hoffnungslos überfüllt war und ich absolut keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Aber da wurde mir dann eben auch zum Beispiel geholfen, Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das beste Beispiel, aber ich habe das da eben auch schon gemerkt, dass man da oft anders behandelt wurde oder dann eben auch bestimmte Privilegien hatte. Allein schon durch das Taschengeld, was wir bekommen. Also in Botswana liegt das Durchschnittseinkommen so um den Daumen bei 2000 Pula. Das sind so, wenn man es umrechnet, weiß nicht, 160, 170 Euro. Und wir haben 80 Euro Taschengeld bekommen, wovon man ja auch noch so Grundnahrungsmittel wie Essen abziehen muss. Also das wurde uns ja sozusagen gestellt bzw. ausgelegt.
beziehungsweise zurückgegeben, das Geld dafür. Also man war allein schon durch das Taschengeld, was man bekommen hat, ein Stück weit privilegiert, weil man eben doch ein vergleichsweise hohes Gehalt dafür bekommen hat, dass man da gearbeitet hat. Also es ist kein Gehalt, aber wenn man das mal so irgendwie vergleichen möchte, also man hat relativ viel Geld dafür bekommen. Das war bei uns, also da hatten wir auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber geredet, irgendwie. Wir konnten davon keine Urlaubsreise oder so bezahlen, auch weil Botswana ja ziemlich touristisch ist, deswegen auch häufig so die Attraktionen, also wie irgendwie Safaris oder so, teurer sind. Deswegen konnten wir mit dem Taschengeld keinen Urlaub bezahlen oder so, und so ist das ja auch nicht gedacht. Also das soll ja auch so sein, dass diese 80 Euro tatsächlich eher für Lebensunterhaltskosten benutzt werden. Und so war es bei uns auch eher, aber trotzdem haben wir eben im Vergleich doch relativ viel Geld verdient durch dieses Taschengeld. In Ghana liegt das Durchschnittseinkommen, also umgerechnet auf Euro, ich glaube so bei 120 ungefähr. Und da sind 80 Euro natürlich schon echt nah dran so. Und man konnte sogar auch Urlaube oder zumindest mal einen Wochenendausflug damit locker bezahlen. Und was ich eben so krass fand, dass wir halt für unsere freiwillige Tätigkeit dieses Taschengeld bekam und dass dieses Taschengeld halt höher war teilweise als der normale Gehalt von ausgebildeten Lehrerkollegen von mir. Ja, also so hätten das die Leute vor Ort wahrscheinlich auf jeden Fall verglichen. Wahrscheinlich kommt daher auch zum Beispiel ein bisschen diese Vorstellung, mit der man oder mit der ich auf jeden Fall auch konfrontiert wurde, dass die Deutschen alle reich sind. Aber also das war im Vergleich auf jeden Fall sehr viel Geld. Das würde sich jetzt hier auch nicht rechtfertigen lassen durch die Tätigkeit, die wir da ausgeübt haben. Also zum Beispiel eben Lehrerassistent. Aber lässt, also ist halt ein schwieriges Thema, weil wenn man jetzt so gesagt hätte, so man passt es jetzt so an, dass vielleicht so im so Einkommensvergleich irgendwie ein bisschen gerechtfertigt ist, das wäre, naja, wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig gewesen. Wie sollte man das Geld denn eurer Meinung nach ausgeben, damit es sinnvoll ist? Und wie nicht? Ja, das muss jeder selbst wissen, wie viel Geld er hat am Ende, er oder sie hat am Ende, für was er oder sie das dann ausgeben kann und möchte. Aber gedacht ist es ja so, dass davon ja so Lebensunterhaltssachen bezahlt werden, die nicht bereits von der Organisation gedeckt werden. Also so Grundnahrungsmittel werden ja gedeckt, aber vielleicht irgendwie, weiß ich, eine Tafel Schokolade oder Haushaltsgeräte oder sowas in die Richtung. Dafür ist es ja eigentlich gedacht. Aber wenn man eben so viel Geld hat dafür, dass man davon auch noch einen Tagesausflug finanzieren kann, steht dann das natürlich offen. So ist es nicht gedacht, aber wenn das Geld noch reicht dafür. Ja, also ich habe einiges von dem Geld zum Beispiel auch so in irgendwelche Unterrichtsmaterialien, die im Unterricht jetzt so generell nicht verfügbar sind, die ich aber gerne haben wollte oder gebraucht habe, um irgendein Projekt zu machen, dann also damit bezahlt. Ich habe zum Beispiel viele Plakate mit den Kindern gemacht oder für die Klassenräume, um da irgendwelche Übersichten zu erstellen oder sowas. Dafür habe ich dann auch ein bisschen was davon bezahlt oder eben auch Mittagessen musste davon zum Beispiel bezahlt werden. Das hat man in der Gastfamilie nicht gekriegt. Ja, eben auch, also so eine Kleinigkeiten, die man dann irgendwie mal haben wollte oder brauchte oder wenn man irgendwas für das Zimmer noch kaufen musste, dann war das Geld dafür auch auf jeden Fall da. Und wie häufig seid ihr so durch das Land gereist? Durch das Land gereist bin ich nur einmal auf dem Weg zum und dann wieder zurück vom Zwischenseminar. Aber irgendwie eine kleine Aktion, irgendwie ein Tagesausflug oder so 2 Tage haben wir immer mal wieder gemacht. Weiß ich nicht, so einmal im Monat, wenn man das irgendwie so runterrechnet. Also mal mehr, mal weniger. Aber dann vielleicht mal am Wochenende oder so. Oder wenn sich irgendwie was ergeben hat, wenn wir zum Beispiel mitgenommen wurden oder so. Das Gute war ja auch, dass
die viele Nationalparks bei uns auch relativ in der Nähe lagen, also man das in einem Tagesausflug geschafft hat. Puh, ich war auch ab und zu mal dann unterwegs. Also ich habe den ersten Monat zum Beispiel gesagt, da möchte ich nicht irgendwo hinfahren oder reisen, weil ich mich dann erstmal auch ein bisschen an die Stadt gewöhnen will, weil ich auch da Probleme hatte, mich am Anfang ein bisschen zurechtzufinden. Und um auch erstmal eben so ein bisschen anzukommen und ein Gefühl für einige Sachen zu kriegen und mich dann nicht gleich mit einer Reise zu überfordern. Aber ich habe auch also da muss man eben auch irgendwie so ein bisschen so das richtige Maß finden. Das ist auch wichtig, dass man sich, wenn man dann eben schon mal da ist, auch einige Sachen anguckt und auch ein bisschen verreist, weil man dadurch eben auch nochmal Sachen lernt. Dann, worüber man dann zum Beispiel auch mit den Leuten, die man da jetzt so kennt oder so reden kann, was ja dann auch wieder dabei hilft, dass man was lernt. Aber eben das auch nicht unbedingt zu viel machen, weil man sich dadurch dann auch schon wieder, dadurch schließen sich ja dann auch wieder Türen, wenn man jetzt so oft reist und dann da bestimmte Vorurteile eben auch wieder mit ein bisschen bestärkt, die Leute vor Ort vielleicht haben. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich viel gereist bin oder wenig. Ich habe einige Städte und Orte gesehen und ich hätte auch gerne noch mehr gesehen, aber dadurch, dass wir jetzt frühzeitig reisen mussten, war das dann eben teilweise auch nicht mehr drin. Also ich glaube, ich für meinen Teil hatte schon ein ganz gutes Maß vom Reisen, also nicht zu viel, nicht zu wenig, aber wir haben relativ wenig Urlaubstage genommen, weil wir das dann eben häufig auch am Wochenende oder während irgendwie öffentlichen Ferien genommen haben oder gemacht haben. Aber ich glaube, weiß nicht, wenn man das runterbricht, hatten wir wahrscheinlich so einmal im Monat, manchmal auch zweimal im Monat irgendwie einen Tagestrip oder so. Moritz, wie war das bei dir? Also ich habe eine große Reise gemacht mit Friends zusammen. Da waren wir über Weihnachten im Norden von Ghana und dort eben in einem Nationalpark und ansonsten eben auch halt mal für ein Wochenende an einen Küstenort am Atlantik. Also sowas halt häufiger. Allerdings habe ich mich zum Beispiel auch immer wieder gefragt, ob es nicht irgendwie doof war, dass ich jetzt Weihnachten nicht bei der Gastfamilie war. Weil ich glaube, ich auch schon gerne miterlebt hätte, wie die Weihnachten feiert. Und wäre ich noch sehr viel häufiger gereist, dann hätte ich halt echt wenig von der Gastfamilie mitbekommen. Deshalb muss man eben wirklich sich gut überlegen, wann und wie oft man Reisen macht. Aber ich würde auf alle Fälle jedem empfehlen, nicht nur in einem Ort zu bleiben, sondern sich auch ein paar andere Ecken des Landes anzugucken. Das sind ja auch Erfahrungen, die man macht. Und ich meine, wenn man schon mal da ist, da hat man ja auch nicht so häufig die Möglichkeit zu, ist das auf jeden Fall irgendwie auch wichtig, dass man irgendwie möglichst versucht, viel Erfahrung mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite, klar, das auch nicht zu übertreiben, weil es immer ja noch darum gehen soll, auch was von der Kultur wirklich mitzunehmen und eben nicht nur als Tourist unterwegs zu sein. Na, das muss man sich auch erstmal leisten können, das die ganze Zeit rumzufahren. Aber tendenziell natürlich schon irgendwie Reisen, um Erfahrungen mitzunehmen, ist ja nicht schlecht. Nur eben schauen, dass es nicht überhand nimmt. Ja, jetzt haben wir doch vielleicht sogar etwas länger geredet als am Anfang geplant. Aber es gibt eben auch echt viele Themen. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Tag und den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.